Ja, der neue Need for Speed Unbound Trailer ist raus fürs nächste Update und naja, ich weiß ja nicht so recht. Ja, wir bekommen hier einen neuen DeLorean. Wir bekommen ein paar neue Events im Online-Modus. Der Tag-Nacht-Wechsel ist jetzt da. Ja, gut. Hätte von Anfang an da sein müssen. Habe ich aber auch schon in anderen Videos erwähnt. Und es wird einen Speedpass geben. Das ist ja auch ganz toll. Ja, ein Speedpass, im Grunde einfach ein Battle Pass, ne, nur mit einem anderen Namen. Und da könnt ihr ein paar tolle Kleidungsstücke und so freischalten. Und am Ende auf Level 50 kriegt ihr zum Beispiel eine bunte Wiper. Und im Großen und Ganzen wurden hier einige Autos gezeigt, die wir bekommen, die aber nicht neu sind. Das sind einfach nur Autos mit einem bestimmten Tuning und irgendeinem Design. Und das war's dann auch schon. Dann haben wir noch, ja, wie gesagt, Drift-Events jetzt wieder irgendwie hier neue. Und ja, irgendwie war es das schon grob zusammengefasst. Vielmehr erwartet euch da jetzt nicht, also keine verbesserten Playlists allgemein oder so, dass ihr jetzt vielleicht oder so einen Editor bekommt, nichts von dem Ganzen. Also ihr seht es hier im Video, so ein paar Kleinigkeiten, Free Roam Teleporting und so ein Kram, also wirklich kleine Sachen. Und da, weiß ich nicht, der Verdacht, dass die wirklich nichts in petto hatten und das alles erst jetzt noch entwickeln mussten, weil insgesamt ist es halt nicht viel. Ihr seht hier die Autos, wie gesagt, die sind nicht neu, das sind einfach nur andere Tunings, bis auf den DeLorean da. Und ja, es ist im Großen und Ganzen, denke ich mal, jetzt nichts, was das Spiel aus dem Loch holt, wie ich jetzt schon mal erwähnt hatte. Und ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin nicht begeistert, also ich werde es anspielen, ich werde es testen, aber ich glaube nicht, dass es mich da lange hält, wirklich. Also da gibt es interessantere Games, die man aktuell noch spielen kann, also Crew oder Forza oder was weiß ich. Ne? Oh, ist ganz nett, wirklich, aber es ist halt nichts, was irgendwie mir jetzt die Kinnlade nach unten fallen lassen hat. Da bin ich einfach ehrlich, auch wenn es sehr kritisch klingt, aber es ist kein Update, was jetzt super überzeugend ist und wieder nur, ja, im Grunde ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es ist der Punkt gekommen, wo ich für mich persönlich sage, Need for Speed Unbound ist durch. Da wird, glaube ich, in Zukunft nichts Großes kommen. Dieses Update-Versprechen, was die am Anfang gegeben haben, bevor der Release eigentlich war, das ist nicht das, was sie liefern. So. Also ich habe was anderes erwartet, wenn ich mir so Crew oder Forza angucke. Die hauen jeden Monat ein neues Update raus mit neuen Autos, neuen Events, bla bla bla. Oder neue Möglichkeiten, Strecken zu bauen bei Forza zum Beispiel und so weiter. Ne? Wenn man sich die jetzt mal als Beispiel nimmt, einfach die beiden Giganten Crew und Forza, dagegen stinkt ja Need for Speed mit seinem 3-Monats-Zyklus einfach ab. Wenn wir jetzt in 3 Monaten vielleicht, das steht ja noch nicht fest, vielleicht nochmal ein Update kriegen und das ist wieder so klein und dann nochmal eins, dann haben wir in einem Jahr 4 Updates bekommen und das ist schwach. Das ist sehr schwach, das wird Need for Speed auch nicht retten und naja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ich würde eure Meinung stark interessieren. Wie empfindet ihr das Update? Freut ihr euch? Denkt ihr, ja, das war's jetzt, jetzt ist Anbau und absolut gerettet oder denkt ihr euch auch so, what the f***? Was soll das? Was zur Hölle? Okay, ich werde es kurz anspielen und dann war es das. Naja. So viel zu dem Thema. Ich bin raus an der Stelle. Lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Mittwoch kommt das nächste große Video zum anderen Need for Speed-Titel. So viel sei schon mal gespoilert. Und ja, lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich bin raus an der Stelle. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Gut oder schlecht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. We'll be right back.